So, liebe Fußballfreunde, heute ist, Mittwoch. oh, ein Wunder. Ja, nach dem Training haben wir heute uns wieder zusammengefunden, euch zu berichten über die letzten Spiele. Letzten Spiele waren letzten 2, 3 Wochen nicht online, ja? Aber natürlich wollen wir das auch wieder ein bisschen in Gang bringen und wollen zurückspulen. Und Schon deswegen haben Endzeit wir schon wieder, oder? hier einen Monitor aufgebaut und wir machen es einfach so, dass wir vom Neuesten anfangen. Genau, wir Ja, fangen. machen es erstmal. Mal andersrum sozusagen. Ja, es war ein Nachholspiel, weil Feiertag war. Genau, wir hatten am Montag Feiertag gehabt. Und dann hatten wir ein Nachholspiel gegen Hohenweiden. So, Endergebnis. 3-2 gewonnen. Genau. Ja, hört sich jetzt vielleicht sicherer an, als es war, aber Hohenweiden ist in Führung gegangen. Ja, sind relativ zeitig in Führung hier. 1-0. Ich weiß noch nicht, was Naja, war. und dann haben Obwohl es sogar. wir, Patrick ist 1-1 gemacht. Dortmund konnte nicht ans Festhalten. Und da war es Abstauber sozusagen. Ja. Ja, so mehr oder weniger aus nichts, weil Hohenweiden da eigentlich ganz gut Druck gemacht hatte. Aber waren irgendwie geschockt durch das 1-1, sag ich mal. Ja, danach sind sie ein bisschen rausgegangen, aber haben dann nicht mal ihre Chancen erspielt, haben zwar noch Druck gemacht, aber so richtig vors Tor sind sie nicht mal gekommen. Auch das Tor, was sie gemacht haben, war ja letztendlich, sie hatten zwar, ich sag mal, ein bisschen Überhand, aber so klare Torchancen waren es eigentlich nicht. Der Fehler zum 1-0 war ja mehr oder weniger von uns, ja, dass wir da den Ball eigentlich schon haben und uns wieder ein bisschen in jeden reindrehen und sie wieder in Ballbesitz kommen und alle waren mehr oder weniger aufgerückt. Und das 3-2, was ja dann das Endergebnis war, das zweite Tor haben sie dann auch gefühlt eine Sekunde vor Schluss, da haben wir auch selber ein bisschen unkonzentriert. Ja, haben wir gemacht. Und was aber war, sie hatten mal eine schöne Freistoßsituation noch gehabt. Vorm 16er, wo schön über die Abwehr dabei gedreht wurde und aber jegen die Latte ist und nach oben raus. Ja, das war vielleicht noch die größte Chance. Und wenn sie da vielleicht 2-1 in Führung gehen, dann sieht das anders aus. Aber so war es umgedreht. Wer hat es wohl gemacht? Diesmal ich. Genau, ja, schön durchgeschoben, von außen gekommen. Und da sie so mit einer Viererkette gespielt haben, ist es dann immer schwierig von der Kette, wo ja keiner zur Absicherung so richtig dahinter steht, was dann eher der Tormann machen müsste. Wenn man da immer durchgespielt hat, dann wird es sehr schwer, das nochmal zu verteidigen. Ja, jetzt haben wir ja noch ein drittes Tor gemacht. Drittes Tor war sehr gut. Sebo, ja. Sehr Sebo, gut. das war ja dann das vierte gewesen, wo er in die Latte geschossen hat, wo der Ball wieder rausgeprallt hat, ja, aber hat es gemacht. Ja, oh, wir müssen jetzt ganz auch mit der ganzen Geschichte. Weil ich dann ja auch mitgespielt habe, habe ich dann das ja auch nicht so. Ja, nicht Na so. gut, wenn man Da selber waren wir gerade mitspielt, sieht man immer ja, ich weiß ja auch schlecht. nicht, war ich da schon getroffen? Da war's zu getroffen, ja. Ja, genau. Bin ich runter. Genau. Ja, haben wir tauschen, gleich durchfallen, ist klar. Ja, jetzt weiß ich wieder, genau, ja, jetzt weiß ich wieder, war. Da haben die doch den Fehler gemacht. Das war also ja nicht so Ein sauber. Abstellfehler, ne? Genau. Nee, der Ball kam hoch, waren eigentlich zwei von denen da, die sich jenseits behindern. Ja, und Der Ball Seppo kommt durchgeholt. durch, Patrick passt eigentlich auf und legt ihn rüber zu Seppo. So war es, genau, jetzt habe ich es auch wieder zusammengekriegt. Das war das Tor, das hatte ich auch nicht mehr so richtig drauf, aber das war ein Fehler eigentlich von den Hohenweiden. Ja, wenn die da den Ball klären oder sich einig sind und einer dahinter bleibt. Passiert das ja auch nicht. Ja. Das war also mehr oder weniger ein Fehler von Hohenweiden, den wir ausgenutzt haben. Ja, 3-2 gewonnen, 3 Punkte eingefahren, erledigt. Und was Schöne war ja, dass wir vorher am Sonnabend schon gewonnen haben gegen. Neuner. Genau, sodass es ja sozusagen ein 6-Punkte-Wochenende war. Viel besser kann es ja für das erste nicht laufen. Und eigentlich war es dann sogar ein 9-Punkte-Wochenende, weil. Der Zweite hätte Sonntag gespielt, ich ein Blößchen. Leider hat Blößchen kurz vorher abgesagt. Ich denke Waren mal. alle heiß und nichts. Ja. Ich habe Ja, da ein ist bisschen okay, Training kann gemacht bei der danach. zweiten, ja. Haben dann ein bisschen doch unter unser Kleinfeld ein bisschen gespielt. Aber ja, also weiter Weg für Blößchen und bei der zweiten kann das schon mal passieren. Ja, es ist einfach so. Wir sind alle Amateure, kann immer mal passieren, dass irgendwas dazwischen kommt und dann doch mal die Mannschaft mal nicht voll wird, wenn es sich überhand nimmt. Steckst du Gibt es nicht ja drin, ne? entsprechende Regelungen und dann sollte es ja so sein, dass sie dann auch in der Rückrunde wieder zu uns müssen, wenn es diese Saison wieder so ist. Bin ja gar nicht am Laufen, das ändern sie ständig. Werden wir mal sehen. Irgendwo werden wir schon hinfahren oder sie kommen zu uns nochmal. Werden wir dann euch benachrichtigen. So, dann, Florian, nach Die hinten. Woche davor waren wir auch zu Hause. War Hatten da auch zu Hause? Ach, genau. einen aktuellen Tabellenführer zu Gast. Die hatten ESV aus Merseburg. Die hatten bis dahin, glaube ich, alles gewonnen, außer ein Spiel hatten sie unentschieden.
Haben wir auf jeden Fall, haben 3-1 verloren am Ende, aber haben eigentlich über 90 Minuten mitgehalten, denke ich mal. Lange Zeit 1-1 gehalten, ja. Am Ende waren sie ein Tick besser, aber ich denke mal, mit der Leistung, die wir dort abgeliefert haben, können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Haben da hinten gehalten, wir haben gesehen, wir können Genau, das ist gut ja auch Fußball wichtig. spielen. Manchmal sind ja solche Ergebnisse, Sachen ja nicht immer alles wieder. Ja. Das heißt, wenn man verliert, kann man ja gespielt haben. Wenn man dann hört, dass die Tore dann erst zum Schluss gefallen sind und wie es ist. Ja. Man hat es selber schon gesehen, irgendwelche Ergebnisse in der Bundesliga, da sieht man das Spiel, denkt man, war ich doch ja nicht so souverän und ähnliches. Ja. Aber der ESV hat ja dieses Jahr unwahrscheinlich aufgeschmucht. Gut gestartet, Ja, ja. und werden Sie mal sehen. Was am Ende rauskommt, vielleicht schaffen sie ja vielleicht einen Aufstieg oder sich oben fest zu krallen. Ja, da haben wir gespielt mit der zweiten Jägen. Gucke mal kurz. Ach, das war der Jägen. Dornstedt. Jägen Dornstedt. Oh, Jägen Dornstedt, das tut uns alle sehr weh. Wann haben wir das durchgekriegt? 94 Minuten, oder? Gefühlt, nachdem wir uns umgezogen haben. Ja, also von Spieler her war es so. Dass wir nicht viele Torchancen hatten. Also ein bisschen ja, aber im Prinzip waren sie schon am Drücker. Und aber wenn du dann in 94. das Tor kriegst, schmerzt das ganz schön. Aber so, wenn man so guckt, haben sie vielleicht schon verdient, so ja, gewonnen. Ja, haben aber Aber es hätte nicht sein müssen. Elfmeter verschossen. Ja, hat einen Das stimmt. Elfmeter gekriegt, zwei Stück, alle Beter nicht reingemacht. Einen verschossen, einen vorbei. Normalerweise tut man da Punkte lassen, wenn man solche Chancen nicht Normalerweise macht. verliert man es dann am Ende, aber. Ja, aber ja, okay, wir haben es an der Seite verteidigt. Haben es dann geschafft, reinzubringen, den Ball kurz vor Schluss. Und da hat noch einer von reingeköpft. Ja, okay, ist halt so. Haben es gut gemacht. Ja, okay, Florian. Noch eine Woche Noch zurück. eine Die Woche, dann letzte Woche machen wir zurück. früh. Da weiß ich auch nicht mehr. Erste hier in Wallendorf. Der erste Jäger im Wallendorf. Das ist doch immer unser Angstjäger, ne? Naja, Angst sehe ich noch Nee, nicht, nicht Angst aber. hier, unser Angstplatz. Angstplatz. Ja, ist es ja nicht besser, aber okay. Ja, haben wir auch gespielt. Ich war leider nicht mit gewesen. 1-0 verloren, glaube auch. Kurz vor Schluss. Ist 1-0 gefallen. Ja, also bei 1-0 ist immer bitter, ja. Weil das sind ja enge Ergebnisse und 1-0 kann man immer verlieren. Ja, weil es passiert einfach, ist ja im Fußball. Ja, und dann war es auch ein enges Spiel bei 1-0. Ja, und ich weiß jetzt ja auch nicht, wo Wallendorf ist das aktuell. Ja, ist ja so in unser, dann war es ja schon so vom Ergebnis her, dass es ungefähr gleich starke Mannschaften sind. Aber die Walldorfer, ihre Spielart hat uns immer dort nicht so behagt. Ja, haben immer viel mit langen Bällen gearbeitet. Und dann haben die solche Brecher vorne als Stürmer, so ähnlich wie auch Blößchen das immer hatte. Und da mit der Spielart sind wir immer irgendwie schlecht zurechtgekommen. Ja. Und meistens haben wir es hier ja besser gemacht, weil der Platz ein bisschen größer ist. Dann sind mit den langen Bällen schlagen, ist man dann hier nicht gleich vom Tor. Da haben wir eigentlich immer besser ausgesehen, aber dort war die Taktik immer nicht so. Ja, dann kommen wir schlecht ins Spiel rein, die Verteidiger tun wieder die hohen Bälle wieder mit dem Kopf klären. Ist ja wieder kein sauberer Pass ins Mittelfeld, ja. Und da haben wir uns immer ein bisschen schwer getan. Aber nützt nichts. Haben wir zurückgespult, wo haben wir mit der zweiten gespielt? Wo war zu Hause gegen Gatterstedt? Jägen Gatterstedt, genau, bei unserem Freund Hahn war er da. Ja, Jägen Gatterstedt. Ab 2-1 gewonnen. Das ist, ich wusste noch, dass Siehst wir du? gewonnen haben, aber gar nicht mehr so richtig wie. Doch, ihr habt ein Tor geschossen. Genau, also ich denke schon, da waren wir spielerisch besser. Aber wenn ich mich recht entsinne, hätten wir das wenig gewinnen müssen. Ja, das ist ja immer so, aber wir waren schon besser und haben auch, denke ich mal, verdient gewonnen. Aber an einem schlechten Tag waren sie auch mal vom Tor und wenn sie da machen, kann man das Spiel sicher auch verlieren, aber spielerisch fand ich uns besser und die Tore sind dann auch gefallen und ja, ist okay. Ja. Drei Punkte. Das Drei Fazit können Punkte wir mal daraus machen. eingefahren und Gatterstedt ist ja dann so eine Art Derby für die Zweite, das ist immer so schon mal scheiße Spiele, ja, weil dann manchmal noch mehr Emotionen dabei sind, als vielleicht, wenn das jetzt eine andere Mannschaft ist und dafür war es okay, wenn sie wollen. Haken dran. Abhaken. Gut ist. Gut Ich ist. gucke noch mal kurz. Flogen gut mal durch. Wir hätten euch ja auch gerne was von der D-Jugend gesagt, aber wir haben den ganzen Oktober nicht gespielt. Ja, sodass jetzt aber wieder losgeht. Aktuell. Diesen Sonntag zu Hause. 10 Uhr gegen unsere Kumpels aus Großgräfen. Großgräfendorf. Jawohl. Ja, haben gleich viele Punkte wie wir. Wir haben also sehen. Ja, im Prinzip hatten wir Halbzeit.
Wir haben also 4 Spiele gemacht und 4 Spiele sind noch. Ja, tun also den ganzen November spielen und haben dann noch Pokal, sind wir ja weitergekommen, haben dann ein Pokalspiel, die müssen dann zu uns kommen, das ist dann schon im Dezember. Ja, ist nur schade, dass man vielleicht bei besserem Wetter, auch man weiß es nicht, kann auch, wir hatten auch schon Dezember und auch November, wo es spielbar ist. Ja, wir haben auf den Schnee gewartet. Wahrscheinlich wollen sie in der D-Jugend mal zeigen, wie man im Schnee Fußball spielt. Ja, wir werden sehen, können es nicht beeinflussen. Es ist jedenfalls so. Ja, nochmal, die D-Jugend ist genau 2 Spiele gewonnen, 2 verloren. Genau dazwischen. Also im Prinzip haben wir eben mehr gewonnen durch den Pokal, aber und da stehen wir genau im Mittelfeld. Ja, und so von der Tabelle her würde man sagen, das wird wahrscheinlich bei den anderen Spielen auch so passieren. Ja. Auch Mannschaften, die stärker sind, aber die auch mal auch sicher gewinnen könnte. Ja, bei den Jungs da ist jetzt eher darum, dass sie erstmal schön spielen lernen und alles mal schöne Bässchen spielen und alles. Da ist das Ergebnis noch nicht immer ganz so. Ja, und da ist auch nicht so wie in der Meisterschaft bei uns. Hier tun dann Mannschaften entstehen. Da weiß ja noch keiner, wie stark, wie, ja, da gibt es noch, das Auf- und Abstieg ist da noch nicht. Da muss man Mannschaften wieder neu zusammenstellen, vom Alter her. Das ist alles noch ein bisschen schwieriger wie bei den Herren. Da kann da auch mal passieren, dass eine Mannschaft sehr dominant ist und welche nicht so gut zusammen sind. Und da ist es dann manchmal ein bisschen schwieriger, den Eltern dann immer beizubringen, dass das passieren kann in der Jugend. Ja, kann mal passieren, als gehen Dormann oder das passt man nicht. Ja, bei den Herren hast du ja so viele Altersklassen, die theoretisch zusammen spielen können. Und in der Jugend sind sie ja bloß die zwei. Aber alle ins Stadion. Die Jugend auf jeden Fall Sonntag gucken. Danach können wir gleich da bleiben. Da spielt die zweite gegen. Hohenweiden, zweite. Genau. Und davor spielt am Sonntag. Samstag spielt der erste in Preußwitzau auch schon 11:30 Uhr. Genau. Also, wisst ihr Bescheid. So sind die nächsten Termine. So, guckt alle nochmal schön in unsere Sponsorwand. Wer noch nicht gesehen hat, ja, der Heizung und Sanitärs Unsere Zeit, es wird kalt dazugekommen, draußen. es wird geil draußen. Also hier, ja. Und hier auch versichern, ja, wenn man da hinfällt und so weiter. Gucken hier, ja. Wenn Holzbruch. das Dach leckt und so weiter, wenn der Zaun kaputt ist, was haben wir noch? Videotronik. Na gut, das ist nur eine Sache. Da können so Privatleute nicht so viel weiterhelfen. Trotzdem alle dran denken, noch eine Heizungsfirma, also führen tut auf jeden Fall nicht. Ja, dann haben wir noch Mit AK-Güter, Landwirtschaft. genau, die sind ja ganz wichtig, sonst wird das Wenn ganz man schön, ein Schweinchen braucht, genau, sind sie da richtig? wenn er mal ein kleines Ferkelchen um Spieß drehen lassen will, ja, wäre da richtig. Landwirtschaft ist ja überhaupt wichtig, sonst wird es natürlich ganz schön mau. Sonst kratzt die Gabel auf dem Teller. Haben wir Ecke am So, Murner? ja, ich habe auch noch, also alles Baumstämme. da, alles da. Und Aspalader. Und na, Thorsten erstmal leider Schoner. Thorsten, genau, wer Trecker braucht, wie gesagt, wer so Der Mann. einen kleinen 100 Perser Fan-Thema braucht, ja, Der Mann hat einen öffentlichen Himmel. Bescheid sagen, vermittel mal, ja, kein Problem. Ja. Also, wir sind Und abgesichert hier. Peter haben wir noch vergessen. Und Peter Müller, also wer Videoaufnahmen und ähnliches braucht, ist da gut aufgehoben. Ja. Wer sonst noch irgendwas braucht, anrufen, wir vermitteln hier alles. Jeden Genau. entsprechendes Entgelt natürlich. Und wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, ruft uns nicht an, wir können euch auch nicht helfen. Aber ja, wir haben alles geklärt, Florian. Erstes Mal, oder? Erst mal ja. Ja, der Rest dann nach Weihnachtsfeiern und wie es wieder losgeht und alles, da sagen wir euch dann rechtzeitig Bescheid. Ja, gut, Florian, haben wir das Mikrofon angehabt? Ja, oh, Gott sei Dank. So, das hätten wir nicht nochmal machen können, Florian. Nee, das war zu viel Müll. Okay, Nee. Wir wir sehen uns sehen dann. uns. Ciao.